Hier sind wir wieder live in Schwechat beim Damen-Einzelfinale zwischen Liefen, der schwedischen Nummer 31 in Europa, die routiniertere der beiden Spielerinnen, 37 Jahre alt, und das ist die deutsche Shan Xiaona, die heute ein wahres Monsterprogramm am Finaltag oder für einen Finaltag absolviert. Am Vormittag hat sie Semifinale gespielt, gewonnen, dann hat sie schon Doppelfinale gespielt, das sie verloren hat mit ihrer Partnerin, also im Damendoppel, ja ein rein deutsches Finale zwischen Bartel und Shan. Das sind die beiden gewesen, also Shan und ihre Partnerin Bartel gegen Petrissa Solja und Sabine Winter. Und die Jungen, die beiden jungen Deutschen, Petrissa Solja und Sabine Winter, die haben dieses Finale gewonnen. Zur Überraschung vieler bei dieser Europameisterschaft. Jetzt sind wir im Damen-Einzelfinale. Im ersten Satz, es steht 5:5, und obwohl Shan Xiaona in der Welt- und Europarangliste doch deutlich weiter vorne liegt als die Schwedin, ist es doch eine ziemlich ausgeglichene Ausgangsposition, würde ich sagen, denn die aktuellen Leistungen von Li Fan, die zeigen, dass die Schwedin in Topform ist. Neue Spielerin auch hier zu Hause beim SVS Schröck in Schwechat und mithelfen soll, für Erfolge in der Champions League zu sorgen. Naja, muss man mal treffen hintereinander, die Netzkante. Jetzt ist er drüber. Für eine 37-jährige in China geborene Spielerin ein sehr moderner Spielstil. Sie spielt Shakehand, Angriffsspielerin, kann das Spiel sehr, sehr schnell halten, sehr schnell gestalten, über die Rückhand viel Druck mit Tempo erzeugen, hat aber auch eine sehr kraftvolle Vorhand, spielt einen guten Topspin. Li Fan wird nicht einfach für die deutsche Shan Xiaona, vor allem nach dem bisher absolvierten Programm tatsächlich bestehen zu können. 7:7, dementsprechend ausgeglichen auch der erste Satz. Nach diesem Spiel dann das so erwartete Herrendoppelfinale mit Robert Gardosch und Daniel Habeson, die beiden Österreicher, die ihren Titel hier verteidigen können. Um 18 Uhr wird das beginnen. Ja. Gespielt von Shan Xiaona, führt mit 9:8. Sie sehen, sehr gute Länge, da ist es schwierig für Fan, darauf mit Druck zu reagieren, gehen ganz genau an die hintere Tischkante. Starker Konter zunächst der Schwedin, aber dann bleibt Shan konzentriert drinnen in diesem Ballwechsel und Fan macht den Fehler, daher Satzball für die Deutsche, 10:9, und das bei eigenem Aufschlag. Ja.
Da ist er, 11:9, der erste Satz. Gelingt dir, Li Fan hier ordentlich aus dem Gleichgewicht zu bringen. Schickt sie von einer Seite auf die andere. Li Fan versucht da zwar die Initiative zu übernehmen mit dem Topspin, aber dann der gute Seitenwechsel, der Deutsche hat etwas zu lang. Die Vorhand von Li Fan, damit 1:0 Satzführung für Shan Chiona. Wen hat sie alle eliminiert am Weg ins Finale? Da war ganz zu Beginn Kinga Stefanska aus Polen, dann die Ungarin Lovas, schließlich Elisaveta Samara, die starke Rumänin, die vor allem im Teambewerb so grandios gespielt hat. Humelek aus der Türkei und im Semifinale Han Ying, ihre deutsche Teamkollegin, die Verteidigerin. Die hat sie dann doch ziemlich eindeutig mit 4:1 besiegt. Li Fan über Jana Parker aus England, Liu Jia, die Österreicherin, in der zweiten Runde. Li Sue, die Französin, Shen Yan Fei und Fu Yu, die Überraschungsportugiesin im Halbfinale. Das waren die Stationen von Li Fan. Wirkt im Moment sicherer. Shan Chiona spielt jetzt sicher auch die nervliche Belastbarkeit eine große Rolle. Im Finale zu stehen einer Europameisterschaft, das ist für beide ein völlig neues Gefühl. Shan Chiona hat heuer die deutschen Meisterschaften gewonnen. Aber bei ihrer ersten Europameisterschaft das Finale zu spielen, ist für sie sicher ein besonderes Erlebnis, aber auch eine besondere Belastung. Fast gelungen, der Seitenwechsel. Etwas zu schnell gespielt von Li. Angriff von Shan, der aufholen muss gegen Li Fan. Ein bisschen gebraucht, um hineinzufinden in dieses Spiel. Jetzt dürfte sie drinnen sein, die Schwedin.
Sollte sie gewinnen, Li Fan, dann wäre sie erst die zweite Schwedin überhaupt, die einen Einzeltitel bei den Damen holen könnte. Das ist bis jetzt nur Marie Svensson, 1994 in Birmingham gelungen. Ja, da könnte sich es bemerkbar machen, dass Li Fan erst ein Spiel heute bestritten hat, nämlich das Semifinale. 11-4, der zweite Satz geht an die Schwedin. Ihre Gegnerin Shan Xianhao heute jetzt ja schon im dritten Match des Tages. Das ist natürlich eine andere Belastung, auch wenn sie um 7 Jahre jünger ist als die Schwedin. 1-1 in Sätzen. Alles offen. Es soll ja bald Winter werden. Was dieser geistreiche Satz mit Rolands nächsten Interviewpartner zu tun hat. Copyright übrigens bei Richard Brause. Roli, bitte. Solja und Winter sind nämlich die neuen Doppel-Europameisterinnen bei den Damen. Betty Solja, Doppel-Europameisterin, wie hört sich das an? Für mich ist das Musik in meinen Ohren. Ich bin super glücklich. Fühlt sich auch gut an, hört sich nicht nur gut an. Sabine, haben Sie schon realisiert, was Sie da eigentlich angerichtet haben? Nee, so wirklich realisiert haben wir das, glaube ich, noch nicht. Aber ich schätze, es kommt mit den Tagen. Und heute Abend wird natürlich erstmal kräftig gefeiert. Alles Gute und Dankeschön. Danke. Herzliche Gratulation auch von mir. Ein tolles Zeichen, vor allem auch im europäischen Damen-Tischtennissport, dass diese beiden auch in Deutschland geborenen jungen Spielerinnen den Titel geholt haben. Gegen die beiden aus China stammenden Gegnerinnen, die ja als deutsche Staatsbürgerinnen für Deutschland spielen. Aber dieser Trend ist einfach gerade im Damen-Tischtennis extrem stark. Extrem stark zu spüren. Insofern gerade für die Jugend eine starke Leistung. Patricia Solja erst letztes Jahr hier bei der Jugend-Europameisterschaft in Schwechat sehr erfolgreich mit dabei gewesen und heuer schon Doppel-Europameisterin bei den Griechen. Schöner Ballwechsel, jetzt im Damen-Einzelfinale 1-1. Insetzen 3-0 nach diesem Punkt für die Deutschen. Five, one.
5, 4. Stark. Sehr konsequent dran geblieben. Liefen. Sehen wir die Beinarbeit von Jean Girard. Und das war eindeutig der ärgerliche Abschluss eines Punktes, den sie nicht gemacht hat. Steht so nicht im Lehrbuch. Four, five. Es wird schon langsam wieder Zeit für einen Punkt der Deutschen. Hat Li Fan jetzt auf die Überholspur geholt. Und da bleibt sie vorerst da. Sieben zu fünf. Seven, five. Toll. Toll, wie Li Fan hier im Spiel drinnen bleibt, trotz Netzroller, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Jetzt ist sie schnell vorne, lang zurückgeschupft. Damit bleiben die Möglichkeiten für Jean, daraus wirklich Kapital zu schlagen, auch relativ gering. Und der Punkt geht wieder an die Schwedin, die jetzt schon 8 zu 5 vorne liegt. Ganz starke Phase. Seit dem Satzgewinn, seit dem zweiten Satz, spielt sie hervorragend. Was für eine Reaktion, was für ein Satzball. 11 zu 5. Der erste Satz noch eine knappe Angelegenheit zugunsten der Deutschen. Aber jetzt zweimal, ganz klar, 11 zu 4, 11 zu 5 für Li Fan aus Schweden. Jetzt muss sich die Deutsche was einfallen lassen. Durch kein Schall. Es ist warm genug hier in der Halle, besonders wenn man unten im Zentrum steht und sich auch ein bisschen bewegen darf. Das tut sie, Jean Girard, zur Genüge. Ebenso wie Li Fan, die beiden Damen, die um die Goldmedaille spielen. 2 zu 1 führt die Schwedin.
gegen die Deutsche. Love one. Der schöne Angriff. Sie fühlt sich wohl in Schwächer, das ist gut so, denn hier wird sie in nächster Zeit auch viele wichtige Spiele für den SVS Ströck bestreiten. Wieder für Li Fan, das heißt, es gibt ein Timeout. Es besteht Handlungsbedarf, heißt so schön in der Politik, auch im Sport. Denkt sich wohl Wanko Hui, der Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Nicht Chie Schöp, die Cheftrainerin auf der Bank in diesem Finale, sondern er, weil er sie einfach schon das ganze Turnier lang betreut hat. Also keine Notwendigkeit, das im Finale zu ändern, weil es ja bis jetzt sehr gut funktioniert. Auch Stefan Fegerl zum Beispiel bei den Österreichern ist ja nicht vom österreichischen Cheftrainer, sondern von Richard Brause, dem Trainer aus der Werner Schlag-Akademie, der uns hier freundlicherweise mit seinen großartigen Expertisen zur Verfügung steht, betreut worden. Da gibt es den ersten Punkt für die Deutsche, 3:1. Wunderbar. Herrlicher Block von Shan Xiaona, die auf diesen Vorhandangriff der Schwedin sehr gut reagiert. Seite wechselt, sieht, dass Li sehr, sehr weit auf ihrer Rückhandseite steht. Jetzt geht es wieder besser. Sprach er und sie machte den Fehler. Macht nichts, das ist ein Trend, der eindeutig zu beobachten ist. Shan Xiaona wieder auf dem Weg nach oben. 4:4 der Spielstand im vierten Satz. Sehr exakt gespielt. Und sie hat sich wohl nur eine kurze Auszeit erlaubt.
Lee Fenn. Jetzt mit ihren beiden Aufschlägen wieder zwei Punkte vorne. Da muss Shan Xiaonan erst einmal nachziehen. Ja. Ups. Der Tisch war im Weg. Der geht ins Leere. Wirkt auch nicht ganz cool, ganz gelöst, der schwedische Coach. Kein Wunder. Eine Riesenchance für Schweden, hier nach langer Zeit wieder die Goldmedaille zu gewinnen. 19 Jahre ist es her. Bei den Damen. Es ist beeindruckend, was sie alles zurückbringt, Lee Fenn. Genauso wie die Hartnäckigkeit von Shan Xiaonan, die nicht locker lässt, dranbleibt, sich dann nicht beeindrucken lässt von der Reaktionsleistung. Das ist die Teamkollegin, die sie im Semifinale besiegt hat. Shan Xiaonan, Han Ying, die Verteidigerin. Die immerhin die Titelverteidigerin aus Weißrussland, Viktoria Pavlovic, ausgeschaltet hat im Viertelfinale. Jetzt wieder zwei Satzbälle für Lee Fenn. Zehn zu neun. Der vierte Satz ist wieder eine knappe Angelegenheit nach den zwei eindeutigen Satzerfolgen von Lee Fenn in den Sätzen 2 und 3. Ja. Und das muss man erst einmal schaffen. Gegen den Aufschlag zwei Satzbälle von Lee Fenn abzuwehren. Das war jetzt eine große Leistung von Shan Xiaonan. Spricht für ihre Konzentration, spricht vor allem für ihren Willen und ihre Entschlossenheit. 10 zu 10. Ja! Mhm. Es kostet Kraft bei Lee Fenn. Sieht einen Topspin nach dem anderen, wechselt zwar gut von Rückhand auch auf Vorhand, sehr beidseitig, gute Qualität, aber dagegen die Blocks von Shan Xiaonan mit vergleichsweise weniger Energieaufwand, aber hoher Effektivität. Damit jetzt Satzball für die Deutsche. Ja, sie ist eine Spezialistin für die engen Sätze. Wieder. Geht eine enge Entscheidung an sie mit 12 zu 10, 11 zu 9, das war der erste Satz. Dann die beiden klaren Sätze, 11 zu 4, 11 zu 5. Satzgleichstand, 2 zu 2. Ich bin schon sehr gespannt, wie Richard Brause jetzt im Gespräch bei Roland Hönig die Chancen von Shan Xiaonan einschätzt, im dritten Finale die dritte Goldmedaille für Deutschland zu holen. Ja, ich frage unseren Experten ganz einfach, Richard, wie siehst du die Chancen von Shan jetzt Gold zu holen in diesem Dameneinzel?
Ja, ich denke, die Partie ist jetzt zunächst mal wieder offen. Li Fan, das merkt man eindeutig, ist schon ein bisschen die variablere Spielerin. Aber Shanshana macht das ziemlich gut. Ja, auch wieder hier nach einem 0-3-Rückstand ziemlich gutes Timeout von Wang Gohui, um diese Partie einfach daran zu hindern, in die Richtung von Li Fan völlig zu kippen. Und Shanshana ist bestrebt, Li Fan immer in Körpermitte anzuspielen. Da hat Li Fan ein bisschen Schwierigkeiten, sich aggressiv und gut zu bewegen. Und wenn Shanshana das schafft, ist ein ganzes Stück näher eine Goldmedaille dran. Könnte die Beidseitigkeit von Li Fan im Endeffekt vielleicht auch ausschlaggebend sein? Ja, also aus meiner Sicht ist Li Fan die Spielerin mit den größeren technischen und auch taktischen Möglichkeiten. Shanshana hat diese Partie jetzt, das war ja schon auf dem Weg, dass Li Fan die eben eine 3-1 Führung eben bekommt. Shanshana hat die Partie ziemlich gut jetzt gedreht. Trotzdem glaube ich, wenn Li Fan körperlich nicht einbricht, dass Li Fan eigentlich nach wie vor Oberwasser haben wird. Danke, Richard. Naja. Im Moment also alles offen in diesem Damenfinale. 2-2, 1-0 für Jeanne. Und jetzt der Ausgleich. Effektiv, gutes Service. Erster Ball, Abschlag zum 3-1. Deutsche wieder vorne. Stark. Jetzt kommt sie durch mit dem zweiten Angriffsschlag, Seitenwechsel. Länge passt, macht extrem viel Druck. Und führt mit 4-3. Fan müsste wieder etwas aktiver werden. Die spielt in dieser Phase zu passiv. Sie ist besser, wenn sie das Tempo und auch den Druck bestimmen kann. Und genau das versucht sie jetzt mit Erfolg. 5-4. Tut sich natürlich mit dem eigenen Aufschlag da wesentlich leichter. Da hat sie einige ganz gute Möglichkeiten, gute Varianten parat. Aber schon mit vielen guten Antworten. Wieder ist sie die aktivere. 7-4. Five, seven.
5, 7. Manchmal hat man das Gefühl, sie versucht etwas zu schnell, zu früh, mit zu viel Risiko den Punkt zu erzwingen. Dann macht sie Fehler. Wenn sie ein bisschen geduldiger auf ihre Chance wartet, dann schaut es besser aus. 7-7. Oh, der geht da nicht. Guter Rückschlag. Sehr gute Serviceannahme. Lang in die Rückhandecke geschupft. Das war eine sehr, sehr gute Variante von Li Fan, die dran bleibt. Alles offen. Der Wackelcoach. 8-8. Interessant, wie vielfältig man seine Nervosität und Anspannung kanalisieren kann. Es steht 9-9. Ein wichtiger fünfter Satz geht in die Entscheidung. Und es ist völlig offen, wer diesen fünften Satz gewinnen wird und damit den wichtigen Schritt zum dritten Satzgewinn macht. Chance wird. Sehr hoch wieder der Aufwurf. Und der geht ins Netz. Damit hat Li Fan jetzt alle Möglichkeiten, bei eigenem Aufschlag mit 3-2 in Führung zu gehen. Verzeihung, bei Aufschlagschan natürlich. Sind ja noch nicht in der Verlängerung. Und sie kommt tatsächlich in die Offensive und gewinnt diesen Satz mit 11-9. Der erste knappe Satz, der an die Schwedin geht, die damit 3-2 führt und Jeanne Gionnat unter Druck setzt. Satz Nummer 6. Li Fan führt mit 3-2. Jeanne Gionnat steht unter Druck, diesen Satz gewinnen zu müssen, wenn sie die Goldmedaille gewinnen will. Ein Finale hat sie heute schon verloren. Oder sagen wir so, die Silbermedaille gewonnen im Doppel.
Dieser schnelle, tolle Ballwechsel geht wieder an die Schwedin. Geblockt, noch einmal geblockt. Und dann beim Versuch, Tempo und Seite zu wechseln, macht sie den Fehler. Sind immer wieder sehr feine Variationen im Spiel von Li Fan dabei im Moment, mit denen Shanshana ihre Schwierigkeiten hat. So kleine hineingeschummelte Seitenschnitte, der jetzt schon ein paar Bälle im seitlichen Out. Boah, aber jetzt hat sie toll den Druck umgedreht. Sehr schöner Gegentopspin mit Seitenwechsel. Als Mittel zum Erfolg. Drei zu zwei. Zwei starke Aufschläge von Shanshana. Bei denen Li nicht dazu kommt, ihre Stärken auszuspielen. Bei längeren Ballwechseln, da ist sie oft oder öfter, sagen wir es mal so, die bessere. Weil sie im Spiel mehr Varianten zur Verfügung hat. Sowohl über die Vorhand als auch über die Rückhandseite mit dem Topspin Druck machen kann. Zur Freude ihres Trainers. Auch hier wieder gute Länge. Zum 4 zu 4. Jetzt muss Shan aufpassen. 6 zu 4, zwei Punkte Vorsprung. Wir sind schon über der Hälfte dieses Satzes. Und der Satz könnte der letzte sein, wenn ihn Li Fan gewinnt. Sie führt 6 zu 4 und kommt jetzt zum Service. Ah, stark gespielt von Shan. Die Basis ist eine gute Serviceannahme, dann gelingt es ja hier mit dieser Rückhand, den Druck zu übernehmen und mit der Vorhand abzuschließen. 6 zu 5. Aber jetzt druckvolle Rückhand, voll durchgezogen von Li Fan. Viel Risiko, das aber aufgeht und ihr das 7 zu 5 bringt. Es bleibt also bei den zwei Punkten Vorsprung für die Schwedin, die Shanshana jetzt allerdings einholen kann, mit dem eigenen Aufschlag ausgleichen kann. Oh, super Block. Super Block. Lang mit der Rückhand, genau auf den Körper. Shan wollte die Vorhand nehmen. Aber dazu kommt sie nicht. 8 zu 5. Ja, und jetzt ist Li Fan dem Europameistertitel schon sehr, sehr nahe. Zwei Punkte fehlen ihr noch. Sie serviert
Gut reagiert von Jan. Wieder mit der Serviceannahme sehr gut zurechtgekommen. Das heißt, es gibt jetzt ein Timeout, bevor da etwas Schlimmes passiert. Jan 6, Liffen 9. Satz Nummer 6 im Damen-Einzelfinale. Schweden steht ganz knapp vor dem ersten Damentitel seit 1994. Die letzte Deutsche, die gewonnen hat, war Wu Jiaduo 2009. Also vor 4 Jahren bei der Heim-Europameisterschaft in Stuttgart. Nein. 3:2 in Sätzen für Li Fen. 9:6 im sechsten Satz. Die Schwedin serviert. Oh, interessant, interessant. Da geht sie kurzfristig in die Verteidigung, macht einen Tempowechsel auf Unterschnitt, wo sie die Gelegenheit gehabt hätte, anzugreifen und drüber zu gehen mit dem Topspin. Und dieser Tempowechsel bringt Jan Girard etwas aus dem Konzept. Jetzt 4 Matchbälle für die Schwedin. Jawohl! Li Fen ist Europameisterin und da fällt sie ihrem Coach in die Arme. Ihre neue Heimhalle hat ihr Glück gebracht. Li Fen, seit heuer Spielerin beim SVS Ströck hier in Schwechat. Mit ihr gehen die Niederösterreicherinnen das Unternehmen Champions League an in der neuen Saison. Sie fühlt sich wohl, sie spielt hervorragend. Sie wird eine tolle Verstärkung für die Niederösterreicherinnen sein. Und sie bringt Schweden die erste Goldmedaille seit 19 Jahren, seit 1994, seit der Goldmedaille von Marie Svensson in Birmingham in England. Sie war die vielseitigere Spielerin in diesem Finale, hatte ein bisschen mehr Möglichkeiten. Beide haben gewankt, geschwankt in ihrer Form, aber am Ende ist sie die Glücklichere. Die 37-Jährige hat nicht nur glückliche Zeiten erlebt. Jetzt ist sie an der Sonnenseite ihres Tischtennislebens. Europameisterin im Dameneinzel 2013. Li Fen aus Schweden. Und jetzt gehen Sie in Startposition, holen Sie sich noch schnell was zum Trinken, vielleicht aufs Klo gehen. Bald ist dazu keine Zeit mehr, weil gleich geht's los mit dem Herren-Doppelfinale, dem letzten Finale bei dieser Europameisterschaft. Mit 2 Österreichern, die um Gold spielen. Robert Gardosch und Daniel Habeson. In 7 Minuten beginnt diese Partie. Jetzt sind nochmal der Roland und der Richard dran.